Liebe Perlebergerinnen und Perleberger, liebe Freunde der Stadt, wir sind mittlerweile im Dezember angekommen, im Dezember des Jahres 2021. Das ist immer die Zeit, wo wir Gelegenheit haben, zurückzublicken. Was war das für ein Jahr? Was hat es gebracht? Ja, und ich muss leider sagen, wir sind in der vierten Corona-Welle angekommen. Zu Beginn des Jahres waren unsere Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, unsere Gastronomen, also insgesamt unsere Wirtschaft, auch schon stark gebeutelt. Sie haben viele Verluste wegstecken müssen aufgrund der Corona-Pandemie. Dann kam der Sommer und viele haben gedacht, Corona ist vorbei. Nein, die Pandemie ist nicht vorbei. Wir haben jetzt die Situation, dass wir unter ganz strengen Regeln uns nur noch treffen dürfen und dass wir alle wieder aufrufen müssen, sich impfen zu lassen. Und aus diesem Grunde möchte ich auch heute noch mal einen Aufruf loswerden. Nutzen Sie die Gelegenheit. Buchen Sie sich einen Impftermin, denn nur wenn jeder seinen Beitrag leistet für unsere Solidargemeinschaft, dann wird es möglich sein, dass wir mit diesem Virus leben lernen und dass wir uns auch weiterhin treffen können. Was gibt es ansonsten zu sagen zum Jahr 2021? Wir schauen ja immer gerne auf unsere Bauprojekte, denn da haben wir dann was zum Anschauen. Und hier möchte ich zwei Projekte erwähnen. Zum einen ist es unser Gralplatz, unsere Gedenkstätte für den 8. Mai. Wir haben hier die Grabsteine umfangreich saniert, auch den Obelisken in der Mitte. Es gab Unterstützung von der russischen Botschaft und unsere russischen Freunde waren dann in diesem Jahr auch mit dabei bei unserer Gedenkveranstaltung am 8. Mai. Und ein anderes Bauprojekt, ganz anderer Art, haben wir realisiert in unserem Perleberger Tierpark. Eine beliebte Ausflugsstätte für Groß und Klein, für Alt und Jung. Unsere Zooschule ist fertig geworden. Die ersten Geburtstagsfeiern sind abgehalten worden. Die ersten Veranstaltungen wurden gebucht. Wir haben ein neues Kleinod in der Mitte unseres Tierparks geschaffen und sind wirklich mächtig stolz darauf, dass wir in diesem Jahr dieses Bauvorhaben mit dem großen Spielplatz für die Kinder haben abschließen können. Wer noch nicht da war, sollte die Gelegenheit nutzen und dann auch vielleicht den Winterspaziergang mal in den Tierpark verlegen. Es war ein besonderes Jahr für Perleberg und Wittenberge. Wir haben unsere Zusammenarbeit im Mittelzentrum noch mal deutlich stärken können. Ich freue mich wahnsinnig, dass es gelungen ist, unser Gemeinschaftsprojekt Meine Stadt der Zukunft auf den Weg zu bringen. Wir haben schon viele Workshops veranstaltet, haben eingeladen zur Bürgerbeteiligung. Aber was soll ich Ihnen sagen? Es reicht nicht. Wir waren in unseren Workshops einfach noch zu wenige. Und deshalb will ich die Gelegenheit nutzen und Sie heute einfach noch mal aufrufen. Machen Sie mit, wenn unsere Stadtkomplizen im nächsten Jahr zu weiteren Veranstaltungen einladen. Wir brauchen Sie. Sagen Sie Ihre Meinung. Sagen Sie, wie die Perleberger Innenstadt in den nächsten Jahren umgestaltet werden soll. Denn die Ergebnisse wollen wir gerne mitnehmen in die Fortführung unseres Einzelhandelskonzeptes. Ihre Ideen sind also nicht verloren, sondern können gemeinsam mit den Stadtverordneten weiterdiskutiert werden. Machen Sie mit. Kultur gehört zum Leben wie das Salz in der Suppe. Oder was meinen Sie? Und deshalb haben wir in diesem Jahr auch alles daran gesetzt, so viel Kultur wie möglich in Perleberg anzubieten. Wir haben Rolandfest gefeiert. Wir hatten ein Rendezvous mit Nachbarn. Und natürlich hat auch die Lotte Lehmann Sommerakademie stattgefunden. Ich finde es ganz wunderbar, dass wir ganz neue Partner an unserer Seite haben. Und dazu gehört vor allem das Kulturkombinat. Hier hat sich ein Kreis von Künstlerinnen und Künstlern, von vielen Kulturschaffenden zusammengefunden, der gesagt hat, wir wollen ordentlich Leben in die Bude bringen. Wir wollen dafür sorgen, dass Kultur in Perleberg stattfindet. Und da kann ich nur sagen, herzliches Dankeschön dafür. Vielen Dank für euer und für Ihr Engagement. Wir wollen im nächsten Jahr mit euch weitermachen. Auch zum Ende dieses Jahres möchte ich natürlich Danke sagen. Es gab so viele, die sich in diesem Jahr wieder engagiert haben und dafür gesorgt haben, dass wir ein buntes und fröhliches Leben in unserer Stadt hatten. Ganz besonders danken möchte ich in diesem Jahr auch meinen Mitarbeitenden. Es war nicht immer einfach in unserer Stadtverwaltung unter Corona-Bedingungen die Häuser offen zu halten. Aber das wollten wir. Wir wollten maximalen Service für unsere Bürgerinnen und Bürger anbieten. Und das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten wieder tun. Das zweite große Dankeschön geht an die Ehrenamtlichen. Sie haben dafür gesorgt, dass vor allem im Bereich Kunst und Kultur so einiges möglich war hier in Perleberg. Wir hätten niemals so einen tollen Rolandmarkt feiern können.
wenn sich nicht unsere Ehrenamtlichen engagiert hätten. Und da beziehe ich ganz ausdrücklich unsere Ortsteile mit ein. Ihr wart mit dabei, wenn wir in diesem Jahr gefeiert haben und wenn wir uns gesehen haben. Für die kommenden Feiertage wünsche ich Ihnen vor allem Ruhe, Erholung und ein gemütliches Beisammensein in Familie und mit Ihren Freunden. Lassen Sie es sich gut gehen, genießen Sie leckeres Weihnachtsessen und rutschen Sie gut ins neue Jahr.